Herzlich willkommen zu meinem Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und heute gibt es hier was ganz Besonderes. Und zwar einmal natürlich das Flip-Through von dem Journal, was wir verlosen. Und wir, damit habe ich jetzt schon angekündigt, dass ich hier nicht alleine bin. Hallo, hallo. Ich bin Stani von Crafty Siren zu Besuch bei der lieben Varaya Loves Paper. Und ja, ich durfte das gute Stück ja auch schon begutachten und dabei bei der Entstehungsgeschichte sozusagen zusehen. Also ich kann nur sagen, der, die es gewinnt, ist ja sehr glücklich. Ich wollte es ja eigentlich schon mit nach Hause nehmen, aber... Ja, Dani hat nicht rechtzeitig kommentiert. Ja. Weil mein lieber Mann hätte auch Dani nicht rausgefunden aus den Kommentatoren, weil er keine Ahnung hat, wer hinter welchem Namen steckt. Von daher war das wirklich eine Auslosung oder ein Aussuchen von einem Blinden. Aber da ich jetzt hier Gesellschaft und Unterstützung habe, lehne ich mich zurück, trinke meinen Kaffee und überlasse Dani das Flip-Through. Ja, heute mal bei Varaya Loves Paper das Flip-Through von der Verlosung, von dem kleinen Nature Journal. Und ich rutsche ein bisschen, kommst du besser dran. Ja, das war ganz gut. Oh, Entschuldigung. Schön, dass das Handy über den Tisch schwebt. So kann man jetzt den Tisch anruckeln, so wie man lustig ist. Ja, ich bin gerade am Tischbein hängen geblieben. Du hast es aber auch gut zugemacht. Ein sehr schöner Verschluss. Ja, sonst springt das ja auf. Es ist ein bisschen dicker geworden, als ja, ich genau. Das vorhatte. Ja, ihr seht es schon. Sehr viel Cheesecloth. Richtig schön. Also auch ein bisschen raschel, raschel. Kleine Glöckchen, die sind richtig mega. Der Schmetterling gefällt mir auch gut. Das ist mit diesem Glossy Accent. Ich kann nicht mehr reden, tut mir leid. Das ist nur die Nase halt. Genau. Ja, also richtig, richtig schön geworden. Das ist DIN A6 Journal. Ja, ein kleiner Schatz ist das. Ja, eine der Kommentatoren schrieb auch so im Handtaschenformat, ja? Ja, genau. Also auch sehr schöne Text und auch sehr schönes Digitalpapier drin. So Kräuter und Pflanzen. Also hier, das ist auch was ganz Tolles. Das haben wir beide nämlich auf der Kreativmesse gefunden. So ganz tolle neue 3D-Stempelfarbe. Ich glaube, ich bin im Bilde, ich hoffe es. Ja, das ist natürlich unbezahlte Werbung, klar, weil ja, den ganzen Kram bezahlt. Genau. Aber ich bin so begeistert davon, das sieht so richtig schön aus. Das macht total Spaß damit, ne? Ja. Ach, das ist schon irgendwie ein bisschen seltsam, so ein Journal-Flip-Through zu machen von jemand anderem. Das können wir öfter machen, mir gefällt das. Ja, doch. Ja, ich finde das richtig toll. Ja, nochmal so, dann kann ich es zumindest nochmal anfassen und bevor der die neue Besitzerin oder der neue Besitzer es bekommt. Dann, ja, muss ich leider Ade sagen nachher, ne? So, ach, jetzt auch schön gestempelt auch. Also es ist so ein kleiner Wälzer hier, ne? Also, ich versuche ein bisschen schneller, aber kann sein, dass wir eine halbe Stunde hier sitzen. Ja, ich glaube, alle haben Zeit und sitzen hier auf heißen Kohlen. Also mindestens 9, die kommentiert haben, sitzen hier auf einer heißen Kohlen. Ist auch ganz toll, so kleine Pünktchen, wollte ich schon sagen. Das ist ganz gut. Ja, die hängen auch so ein bisschen raus. Ah, das Digitalpapier gefällt mir sehr gut. Ganz viel. Ich hoffe, ich bin noch im Bild. Ja, du bist im Bild. Bin ich Bild. Alles, was grüne Matte ist, ist im Bild. Sehr gut. Ja, das ist ein bisschen ungewohnt. Ich habe bei mir zu Hause ja schon alles eingestellt, so dass ich weiß. Das ist jetzt ein bisschen unbekanntes Terrain. Ja, das ist ja selbst für mich unbekannt, weil wir haben tatsächlich hier eine MacGyver-Technik angewendet, um in der Bastelbude, wo wir uns da zusammengesetzt haben, auch filmen zu können. Ah, süße kleine Kärtchen und Text. Also ganz, ganz, ganz toll gestaltet. So schön. Also ich zeige jetzt auch nicht alles, weil das soll natürlich, denke ich mal, auch eine kleine Überraschung noch sein, was für Kärtchen und so alles drin ist für die neue Besitzerin. Von daher, da ich jetzt nochmal so durch. Na, komm schon. So kleine Stempelchen. Oh, ich liebe das Geräusch. Klinge, klinge, genau. Ja, also ich kann gerade nicht so viel sehr sagen, weil ich gerade so begeistert bin. Jetzt immer sehr schön. Ja, ich weiß, aber ich wollte es natürlich allen anderen gönnen. Also nicht, dass ich das jetzt gewonnen hätte, um Gottes Willen. Aber. Ja, wir machen ja jetzt das Flip-Through, deswegen mache ich es auch ein bisschen langsamer, dann weißt du ja, wie es aussieht, dann kannst du mir es ja nochmal nachmachen.
Kein Kommentar, okay. Wir haben schon drüber gesprochen, wie es ist, ein Journal nochmal zu machen. Das ist nahezu unmöglich. Ja, das stimmt. Es sind halt auch viele Sachen drin, die halt nur, die es nur einmal gibt. Und das Gleiche kann man halt nicht nochmal irgendwie basteln. Das ist alles immer ein Unikat. Was es natürlich auch sehr besonders dann macht für die Person, die es dann bekommt. Na, allein das tiergefärbte Papier wird ja nie gleich. Das ja, ist ja genau das so. Stimmt. Und ja, na klar, man kann man sich die Digitalpapiere genauso nochmal ausdrucken. Also dieses ganze Gefranse und Gefussel wird nicht funktionieren. Nee, das kriegt man dann auch nicht so genau hin. Sehr schön. Da ist es richtig toll gefärbtes Papier. Es passt richtig in so ein kleines Nature Journal rein. Ein bisschen gestempelt noch. Richtig toll. Eine süße kleine. Auch für Stemperia, ne? Dann passt ein Stemperia-Papier auch noch mit drin. Das Forest-Papier musst du dran glauben, das passte da so schön rein. Ja, definitiv. Ach, ich bin begeistert. Sticker. Das Papier ist richtig, richtig toll geworden. Ja, wie man immer so schön sagt, ne? Auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner. Auf der anderen Seite ist auch schön. Wir sitzen uns nämlich gegenüber am Tisch, wenn wir hier zusammen basteln. Ja. Eigentlich müsst ihr ab und zu mal Plätze tauschen. Ja, das stimmt. Einfach mal Perspektive wechseln, ne? Schön. Ach, das ist auch so toll mit den ganzen Franseln hier. So, sind wir schon an der letzten Signatur. Also auch viel Platz noch zum Schreiben und selber gestalten auch noch. Die coolste kleine Eule, Leute. Ja, die ist so süß. Die Eule aus Amsterdam. Ja, die ist richtig knuffig. So schön. Ja, da bin ich auch bald fertig mit dem Skripto und da geht auch gleich die Verlosung, denke ich mal, los, oder? Die Verlosung an sich ist ja schon gelaufen, aber ich spanne euch noch ein bisschen auf die Folter. Ja, muss ja erstmal fertig werden, ne? Bin auch schon gespannt, wie ein Flitzebogen, wer es gewonnen hat. Ich habe mir natürlich auch die Kommentare schon durchgelesen, waren auch ein paar sehr schöne dabei, finde ich. Ja, ich auch. Ja, sehr schön. Das ist auch nochmal so schön. Es fühlt sich auch so schön, alles so ein bisschen erhaben. Ja, so, das war's ja fast schon. Jetzt sind wir schon fertig. So, ein kleines Flip-Through von einem ganz tollen Nature Journal, was jetzt gleich, denke ich mal, jemand anders in den Händen halt werden. Nein, nee, jetzt nicht, aber gleich, nicht gleich, aber ich bald. Ein bisschen Postweg ist noch dazwischen. Ein bisschen Postweg ist noch dazwischen. So. Wunderschön. Genau. Nehme ich hier mal. Also, mein armer Mann, der keine Ahnung von der ganzen Junk-Journal-Welt hat, will schon das ein oder andere Buch von mir in der Hand gehabt, aber jetzt irgendwie in den Kommentaren noch ein bisschen lost war und sagt so, was soll ich denn jetzt wählen? Ich kann mich da raushalten, weil ich die Leute zum Teil ja schon persönlich kenne. Dementsprechend musste er diese Wahl auch treffen. Ich kann es euch mal verraten, es hat im Endeffekt die Münze entschieden, weil er sich zwischen zwei Kommentaren nicht wirklich entscheiden konnte. So, und jetzt darf Dani mal den Kommentar vorlesen, der jetzt im Endeffekt gewonnen hat, weil im Endeffekt kannst du die Wörter wahrscheinlich besser aussprechen als ich. Das verrät es ja schon. Also Trommelwirbel. Und gewonnen hat Felicidades zu den 500+. Freue mich sehr für dich. Mich hattest du in dem Moment, als du von Lebensfreude gesprochen hast, wegen der kräftigen grünen Farbe. Und da bin ich gespannt, wie natürlich regenbogenbunt du das Journal gestalten wirst. Das möchte ich gerne in den Händen halten. Abrazos, Coquito. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, liebe Cornelia, herzlichen Glückwunsch. Und wir kennen uns ja auch alle schon persönlich von der Junk Journal Convention. Genau. Und daher freuen wir uns sehr besonders, dass mein lieber Mann dich denn ausgelost hat. Natürlich hätten wir uns auch bei jedem anderen Ausgelosten gefreut, nur zu dir haben wir auf jeden Fall schon ein Gesicht, eine Stimme und eine Bastelleidenschaft, die wir persönlich kennen. Von daher, ja, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Yay! Und natürlich, also ich denke mal, bei den 1000 Abonnenten werde ich wieder sowas machen, weil ich habe echt Arbeit reingesteckt. Macht auch Spaß. Ich freue mich riesig, wenn es gut ankommt. Ich bin auch gespannt, was du dann dazu sagst, wenn du es in den Händen hältst. Ja, wie kriegst du das Ding jetzt? Ne, das fliegt ja jetzt nicht automatisch zu dir rüber. Und da ich nicht weiß, wo du wohnst, schreibe bitte an Varaya Loves Paper, ein Wort zusammen, Varaya Loves Paper, @gmail.com eine E-Mail mit deiner Adresse
und nochmal deinem Facebook-Namen, YouTube-Namen, dass ich dich zuordnen kann. Und dann kommt dieses kleine süße Schätzchen zu dir geflattert auf dem Postweg. Natürlich versichert, ich weiß gar nicht, versichert ist das immer bis 500 Euro, ne? Ich glaube, ja. Liegt das überhaupt auf, falls das verloren gehen sollte? Nee. Nein, das kommt auf jeden Fall heile bei dir an. Ach, definitiv. Und, ja, schick mir eine Mail. Ich freue mich drauf, von dir was zu lesen. Und ich hoffe, dass wir jetzt gerade hier eine Sonntagsfreude ausgelöst haben, damit, dass du gewonnen hast. Und alle, die nicht gewonnen haben, ich mache das wieder. Jetzt nicht ganz so schnell, aber bleibt dran und animiert ein paar Leute hier mit zu abonnieren, dann geht das auch noch schneller. Ja, damit bleiben wir bei einem schönen Sonntag für euch und eine schöne Bastelzeit. Ich darf es noch ein bisschen anfassen, ja, während ich hier bin. Ich werde es dann geht's weiter. Genau, ich werde es so schnell wie möglich auf die Reise schicken. Und tja, so lange kann Dani noch ein bisschen blättern. Ja, also ich habe mich auch ganz doll gefreut, dass ich diesmal dabei sein durfte. Es war schön, so mal zusammen was zu machen. Ich denke, das könnte durchaus öfter mal passieren. Ja. Von daher, ihr Lieben, ja, freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und bleibt dran, schickt mir gerne Ideen und Kommentare, was ich noch so Schönes machen kann. Und ja, ich denke mal, es wird nicht als nächstes ein Nature Journal werden, das wird jetzt was anderes. Ich freue mich drauf und sag mal, bis demnächst in diesem Kino. Ja, ich sag nochmal herzlichen Glückwunsch und ja, habt einen schönen Sonntag und ja, hoffe, ihr habt Zeit zum Basteln und ich sage auch mal Tschüss. Bis bald. Bye.